Hallo Elektronikfreunde, ich habe mal wieder was aus China bestellt und das möchte ich jetzt hier einfach mal auspacken und zeigen, was es ist. Also, hier erstmal ein Kabel, BNC-Kabel, hier so eine Krokoklemme, dann ist hier ein Netzteil drin. Ja, kann ich natürlich jetzt nicht verwenden, weil dort der falsche Stecker verwendet wird. Aber jetzt kommt natürlich das Wichtigste. Pack das mal aus. Tada! Das ist hier ein Signalgenerator und Zähler, ein DDS-Funktionsgenerator. Ich bin auf den gekommen, weil ich im Netz auch mal ein anderes Video gesehen habe über das Ding und das hat mich sehr interessiert, zumal es auch sehr kostengünstig natürlich ist. Ich will das einfach mal aufbauen, testen und auch später in ein Gehäuse einbauen. Und das zeige ich jetzt einfach mal. Dieses Modul besitzt hier eine sehr gute und stabile Frontplatte, die relativ dick hier auch. Und auf diese Frontplatte aufgeschraubt ist jetzt hier die Leiterplatte, wie man sieht. Hier durch diese Abstandsbolzen. Und hier sind auch noch zusätzliche Abstandsbolzen, wo man eine andere Leiterplatte noch aufschrauben könnte. Hier an der Seite ist die Hohlbuchse für die Stromversorgung. Ja, und so sieht das Ding erstmal aus. Und was ich jetzt machen werde, ich werde das Ding erstmal ausmessen, also die Frontplatte ausmessen, wie groß die ist, und danach mal gucken, ob es da nicht irgendein Gehäuse für gibt. Ich werde sicherlich ein Kunststoffgehäuse nehmen. Das macht sich sicherlich am einfachsten, damit ich das natürlich dann später hier auch auf den Tisch stellen kann. Also so will ich das Modul in keinem Fall verwenden. Ich werde das dann also vernünftig wieder einbauen und dann auch verwenden und natürlich testen. Die Größe der Frontplatte hier von diesem Modul ist ungefähr 135 mal 70. Und ich habe jetzt ein Gehäuse schon gefunden, und zwar das Kunststoffgehäuse hier von der Firma Boppler, und zwar Unimaß 160. Und da ist es so, dass das eigentlich ganz gut reinpasst, aber es gibt ein paar Probleme. Das erste ist, was natürlich ein bisschen doof ist, rechts und links ist natürlich jetzt ein Spalt. Das heißt, es ist nicht lang genug hier diese Frontplatte. Das andere ist, es ist aber eigentlich zu groß, also zu hoch. Das heißt, wenn ich das jetzt hier raufsetze, dann ist es so, dass das Gehäuse nicht zusammengeht. Ja, also das bleibt hier offen. Das heißt, ich werde Folgendes machen. Ach so, und was noch ist, die Platte hier, die ist zu dick. Also diese Dicke hier passt hier nicht in diese Nut. Das heißt, ich werde als allererstes Folgendes machen. Ich werde die Frontplatte hier abmachen und werde dann einmal hier ringsherum so ein Stück, 2-3 mm, etwas dünner fräsen. Und dann werde ich nochmal gucken, wie die reinpasst. Notfalls muss ich die Höhe auch noch mal angleichen, ein bisschen, vielleicht um einen Millimeter oder so. Aber ich werde jetzt erstmal das dünner fräsen ringsherum und dann noch mal einpassen und gucken, ob es dann in etwa in das Gehäuse passt. Zunächst muss man dazu, um jetzt die Frontplatte hier abzubekommen, hier hinten die Abstandsbolzen natürlich lösen. Diese vier. Hier auch. Und dann ist es so, auch noch natürlich die Drehknöpfe abziehen. Die sind etwas schwergängig, weil die geklebt sind. Ich hatte die schon mal ab, aber die sind hier innen geklebt. Und der hier geht relativ schwer, der große. So, und dann kann man die Frontplatte abmachen. Allerdings ist es auch so, dass das Display auch noch geklebt ist. Also muss man jetzt etwas vorsichtig sein. Aber so geht es ab. Und jetzt kann ich eben einmal hier ringsherum ein bisschen abfräsen. Ich habe jetzt hier die Platte auf die Fräse geklebt. Leider hält das nicht sehr schön. Deswegen will ich das auch mal noch hier festhalten. Ich habe jetzt hier den Fräser schon justiert. Also er ist jetzt 0,5 mm drunter. Also ich werde 0,5 mm wegfräsen und starte das jetzt einfach mal und gucke, wie es danach aussieht.
So sieht jetzt hier die erste Fräsung aus und hier ist noch so ein bisschen Grat drauf und das kann man dann mit dem Cuttermesser einfach hier abschneiden oder abschaben. Und ja, jetzt geht es weiter mit den anderen Kanten. Ich habe jetzt hier alle Kanten abgefräst, wie man sieht, und ich habe auch hier an den Ecken das angefasst, damit es dann hier gut reinpasst. Also das geht auf jeden Fall leichter als vorhin. Und ich kann es vor allem jetzt auch hier in die Ecke schieben. Und es passt also ganz gut. Auch von der Höhe passt es ganz gut. Wenn ich jetzt hier hinten die Leiterplatte drauf mache, dann ist es so, Moment, es hackt immer ein bisschen so. Dann passt es natürlich auch, ganz klar. Aber jetzt gibt es ein Problem, wenn ich jetzt also den Deckel drauf mache, dann passt der eigentlich auch, also das Gehäuse passt soweit, zumindest auf der rechten Seite. Auf der linken Seite ist immer noch ein Spalt, wie man sieht. Hier ist ein Spalt und die Ursache dafür ist hier diese Hohlbuchse. Die Hohlbuchse werde ich rausnehmen und werde da eine Litze anlöten. Das ist also die eine Sache, um die ich mich kümmern muss. Dann muss ich überlegen, ob ich das Modul hier in der Mitte lasse oder hier an den Rand schiebe. Ich denke mal, ich lasse es in der Mitte und werde hier die Lücken schließen mit einem anderen Kunststoff. Und eine weitere Sache ist, dass ich die Stromversorgung jetzt irgendwie mir überlegen muss. Ich stelle das mal jetzt hochkant und zeige das mal. Also unten kommt ja hier das Modul rein. Und in dem Gehäuse ist noch genug Platz, einmal für ein Trafo und einmal für das normale Netzteil. Das werde ich wahrscheinlich irgendwie anpassen, dass man das hier gut platzieren kann. Den Trafo werde ich dazu verwenden, auf der Rückseite nachher auch noch eine bipolare Spannungsversorgung mir zur Verfügung zu stellen, also plus minus 12 Volt oder so. Also das sind jetzt so die Dinge, die ich jetzt angehen werde. Ich habe jetzt zunächst mal hier die Hohlbuchse entfernt. Die habe ich ausgelötet und wenn man das jetzt hier reinsetzt, dann passt auch der Gehäusedeckel ganz gut. Der ist also auf beiden Seiten dann auch bündig. Also hier ist es bündig, also hier ist es zu und auch auf der Seite, sodass es jetzt erstmal von der Höhe her passt. Jetzt kommen die anderen Dinge dazu noch. Ich will ja in das Gehäuse hier dieses Netzteil mit integrieren. Aber das Problem ist natürlich, ich werde hier auch das mal wieder hochklappen und da das Gesamtbild zeigen. Das Problem ist natürlich, dass es jetzt hier von der Größe her eher schwierig ist. Das heißt, ich werde erstmal Folgendes machen. Ich werde hier das Gehäuse aufmachen, Steckernetzteil hier aufbrechen und gucken, was da drin ist. Und die Platine, die da drin ist, dann hier versuchen irgendwie zu montieren. Ich habe jetzt hier das Steckernetzteil mit dem Cuttermesser aufgeschnitten. Hier sind also das Ober- und das Unterteil. Das ging auch relativ gut. Ich habe hier die Leitung auch schon abgelötet, sodass ich jetzt hier das einzelne Modul habe. Und was ich jetzt plane, ist Folgendes. Ich habe hier das Unterteil von dem Gehäuse, dann kommt hier das Modul rein. Ich werde hier eine zusätzliche Leiterplatte so reinsetzen, die dann hier mit einer Gewindestange zum Modul verbunden wird. Und das Modul und auch der Trafo, die werde ich hier auf die Leiterplatte löten oder montieren, sodass es nachher eine feste Einheit ist. Also ob der Trafo jetzt auf der Seite ist und das Modul oder hier auf der anderen Seite, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Es kommt darauf an, wie viel Platz ich hier auf der Rückseite denn noch habe. Denn auf der Rückseite ist es so, ich habe ja hier die Rückwand und an die Rückwand muss natürlich einmal eine Netzbuchse ran, dann natürlich ein Schalter, eventuell noch ein Sicherungshalter, wobei ich habe gesehen, dass das Steckernetzteil hat hier schon erstmal eine einfache Sicherung. Den Trafo werde ich dann nochmal auch einzeln absichern, aber dann werde ich das wahrscheinlich innen machen. Aber die Rückwand braucht noch drei andere Dinge, nämlich hier die Buchsen für meine Spannungsversorgung, die ich hier hinten rausführen will. Vorne ist ja leider kein Platz, aber hinten würde ich ganz gerne hier dann die bipolare Spannungsversorgung rausführen.
Ja, und das würde ich ganz gerne hier mit der Leiterplatte machen, sodass es nachher so, wenn ich das zusammenschiebe, wirklich eine kompakte Einheit ist, die ich praktisch hier einsetze. Hier verbunden über Gewindestangen von vorne bis hinten. Und das muss ich jetzt erstmal mir überlegen, wie ich das genau aufteile. Ich habe jetzt hier die Leiterplatte mal zugeschnitten und gebohrt und auch die Gewindestangen hier eingesetzt. Und so könnte das dann aussehen. Jetzt sozusagen von hinten. Dann würde ich hier ganz gerne den Netzschalter in dieser Höhe anbringen. Das müsste ganz gut passen. Da ist also noch genug Abstand natürlich zwischen den Gewindestangen mittig. Dann die Netzbuchse würde ich hier anbringen. Und dann eben hier auf der anderen Seite hier meinetwegen die drei 4 mm Buchsen für die Spannungsversorgung. Also so sieht es jetzt aus. Und ja, hier ist auf jeden Fall Platz noch für die Elektronik, für die Spannungsversorgung. Und als nächstes werde ich dann ja mal die Komponenten hier einfach mal auflöten oder montieren, anschrauben. Also den Trafo kann man auch anschrauben oder sollte man anschrauben hier. Da sind so Löcher drin, da sollte man den auf jeden Fall festschrauben. Und ja, das sind die nächsten Schritte, die ich jetzt dann machen werde. Zunächst werde ich hier die Rückwand bohren, und zwar da, wo jetzt die Gewindestange sozusagen ankommt. Ich habe das hier gekennzeichnet, das sieht man vielleicht schlecht. Hier die immer die unteren jeweils. Ich habe also hier die Leiterplatte da einfach raufgeklebt und werde jetzt einfach hier die Löcher durchbohren, und dann sollte eigentlich die Rückwand erstmal auch passen. Danach werde ich bei der Rückwand die anderen Bohrungen setzen für den Schalter und die Buchsen und so weiter. Löcher hier in der Rückwand habe ich gebohrt und habe das mal so grob eingepasst. Also sieht ganz gut aus, relativ gerade. Und jetzt werde ich hier die anderen Bohrungen setzen, eben für den Schalter und so weiter. Der Schalter hat hier einen Durchmesser von 20 mm. Das heißt, ich werde zum Bohren der Rückwand für den Schalter hier so einen Stufenbohrer verwenden. Wenn man hier so eine Netzbuchse einbauen will, dann macht man zuerst hier diesen Ausschnitt, also den sägt man aus, und dann setzt man die Netzbuchse einfach hier ein, dass sie passt. Und dann bohrt man einfach die Löcher durch. So braucht man da nicht irgendwie anzureißen oder so. Also ich bohre jetzt einfach hier die Löcher durch und dann passt das. So, ich habe jetzt auch hier die Bohrung für die Netzbuchse gebohrt. Das passt jetzt also. Und das sieht jetzt wie folgt aus, wie man sieht. Ich habe also hier die Leiterplatte reingemacht, mal mit Muttern hier versehen, dass es hier sozusagen anschlägt. Und die Leiterplatte schlägt jetzt auch hier an. Ich wollte ja ursprünglich hier diese Nut nehmen, aber das ist mir zu dicht an der Rückwand dran, sodass ich jetzt hier diese Leiterplatte so anschlagen werde und auch festschrauben werde. Und dann kommt natürlich hier auf der Rückseite dann zum einen der Trafo rauf und auch das Schaltnetzteil, und da ist es so, man sieht hier, ich habe schon die Drähte angelötet. Einmal für die 12 Volt, was hier rauskommt, und einmal hier Netzanschluss. Und da habe ich wirklich Glück gehabt, denn die Leiterplatte hat die Höhe hier der Rückwand. Das heißt, das passt senkrecht genau rein. Also da, das ist wirklich gut. Also da kann ich den Platz gut ausnutzen. Was ich mir jetzt noch überlegt habe, ist, ich habe hier diesen Trafo für meine bipolare Spannungsversorgung von plus minus x Volt.
Und ich habe ja also hier einen Trafo, der hat also geht bis 15 Volt bei 3VA. Ich werde die einstellbar machen und zwar mit dem LM317 und LM337, also einmal für die positive und einmal für die negative Spannung. Und beides mache ich einstellbar mit dem Tandem-Poti oder mit dem Stereo-Poti. Deswegen muss ich noch Folgendes machen. Ich werde also jetzt hier irgendwo, oder hier besser gesagt, hier ist es schon markiert, eine Bohrung reinbohren für das Poti. Das werde ich dort montieren. Und dann muss natürlich auch in die Rückwand auch noch eine Bohrung rein. Das werde ich dann einfach abbohren, sodass ich dann von außen, von hinten die mit dem Poti hier die Ausgangsspannung von der Spannungsquelle auch noch einstellen kann. Jetzt werde ich also erstmal nochmal die Rückwand bohren an der entsprechenden Stelle. Hier habe ich es schon mal angemerkt, da soll das Poti hin. Ich werde es also dann hier wieder rüberlegen mittig und dann einfach hier abbohren und dann sollte das eigentlich auch passen. Zum Abbauen habe ich einfach hier die Lochwasserplatine hier auf die Rückwand geschraubt und zwar mit den vier Bohrungen, die ja, wo die Gewindestangen nachher durchkommen. Ja, und dann kann man jetzt einfach hier, ich habe es schon vorgebohrt, da wo der Pfeil ist, da muss ich also durchbohren und dann passt das haargenau. Also ich bohre jetzt da durch, dann mit 4 mm, weil es eine 4 mm Achse ist, also vielleicht ein bisschen mehr, 4,5 oder so. Und dann ist die Rückwand auch fertig gebohrt. Als nächstes werde ich hier das Schaltnetzteil auf die Lochrasterplatine löten, hier mit den Drähten, die ich bereits vorbereitet habe, hier an der Stelle. Und auch den Trafo. Und im Anschluss daran werde ich dann mich um die Spannungsversorgung kümmern. Wie gesagt, mit dem LM317 und 337 werde ich da das realisieren. Beim Trafo ist es besonders wichtig, bevor man den anlötet, hier auf die Leiterplatte schraubt. Ja, das ist ganz wichtig, damit er mechanisch hält. Und ja, jetzt werde ich die restlichen Sachen löten, hier die Sachen anlöten, die Schaltung hier auflöten und dann geht es dann weiter mit dem Test, hier, ob das alles funktioniert. Ich habe jetzt hier auf der Leiterplatte schon den Brückengleichrichter mit den Siebenakkus drauf. Hier auf der linken Seite sind schon die Spannungsregler eingelötet, allerdings noch nicht fertig verdrahtet. Denn als erstes will ich mal kurz die Ausgangsspannung jetzt messen hier von dem Trafo. Man sieht, ich habe hier 27,4 Volt, also Minus. Das ist also die Minusseite. Also Ground ist hier unten, hier an dem schwarzen Clip. Und wenn ich jetzt die positive Betriebsspannung mal messe, die müsste hier oben sein. Da sind jetzt 27,45, also Plus. Also ich kann jetzt davon ausgehen, dass dieser Bereich auch in Ordnung ist, sodass ich jetzt den Rest verdrahte mit den LM317 und LM337. Ich habe jetzt hier auf der linken Seite die restlichen Bauteile, die noch notwendig waren, aufgelötet. Das Poti ist montiert, wie man sieht, hier in der Mitte. Und wenn ich das jetzt mal umdrehe, dann sieht es so aus. Also ist hier fest dran, mit Litze verbunden zu den Stellen, wo es hin muss. Und so sieht es jetzt von der Rückseite aus. Und von vorne eben so. Hier ist der Netzanschluss, Schaltnetzteil für den Funktionsgenerator und eben hier auf der rechten Seite jetzt meine Spannungsversorgung. Den Schaltplan dazu habe ich aus dem Datenblatt hier von dem LM337 entnommen, mehr oder weniger. Das Einzige, was ich geändert habe, ich habe hier dieses Poti zusammengefasst. Ich habe also die beiden Grounds zusammen und der Schleifer geht nach oben bzw. nach unten. Und dadurch, dass es parallel läuft, ändere ich auf beiden Seiten immer gleichzeitig die Spannung. Also ich habe entweder, weiß ich nicht, plus 3 Volt und dann habe ich auch minus 3 Volt oder dann eben plus 12 Volt oder minus 12 Volt gleichzeitig. Also ich ändere die Spannung auf beiden Seiten gleichzeitig und jetzt werde ich die Messung dazu durchführen, hier mit den Multimetern. Dazu schließe ich hier die Multimeter mal an. Ich werde mal hier ein bisschen rausgehen. So, das Multimeter muss noch eingeschaltet werden. Und jetzt werde ich hier also den Ground erstmal anschließen. Das ist hier der blaue. Die blaue Leitung ist Ground. Die rote Leitung ist der positive Ausgang. Die schwarze Leitung ist hier der negative Ausgang. So, und jetzt verbinde ich es gleich nochmal mit dem Netz.
Also jetzt hier, ich mach nochmal, es geht leider nicht weiter. Also hier den Netzanschluss muss ich noch anschließen. Netzbuchse. Das geht ziemlich schwer, aber es geht. Also Netzanschluss und hier drüben messe ich dann eben diese bipolare Versorgung. Und jetzt schalte ich mal ein. Ich habe jetzt mal eingeschaltet und man sieht jetzt hier auf der rechten Seite minus 19,22 Volt und hier plus 19,15 Volt. Also da ist noch eine kleine Abweichung, die aber jetzt nicht weiter schlimm ist. Und wenn ich jetzt hier das Poti drehe, dann kann ich eben meinetwegen hier plus minus 12 einstellen ungefähr. Also hier ist jetzt etwas mehr als 12, hier ist plus 12. Also es hängt sicherlich zusammen einmal mit der Toleranz von dem Poti und natürlich auch von den Reglern. Ist also nicht hundertprozentig gleich. Das spielt aber wie gesagt keine Rolle. Wichtig ist, dass ich beide Seiten gleichzeitig in der Spannung dann ändere auf den mehr oder weniger gleichen Wert. Nachdem ich hier nun diesen Funktionstest durchgeführt habe, möchte ich nochmal auf den Aufbau des Geräts eingehen. Bei dem Geräteaufbau habe ich das ja so gedacht, dass über diese vier Gewindestangen hier diese Zusatzleiterplatte montiert wird und dazu bräuchte ich hier noch so eine Abstandshülsen, die habe ich auch drin, aber man sieht, es schlackert hier noch. Das heißt, ich habe mich jetzt entschlossen, hier noch ein Abschirmblech anzubringen und zwar hier einfach so eine Aluplatte. Jetzt muss man mal gucken, wie rum die kommt. So kommt die jetzt rum. Die kommt hier rauf. Und so dass, wenn ich jetzt hier die Hülsen drauf mache, dann passt hier die Leiterplatte ganz genau. Ich baue das mal kurz zusammen und zeige dann, wie das aussieht. Ich habe jetzt die Hülsen hier, die Kunststoffhülsen hier überall drauf. Und wenn ich jetzt hier die Leiterplatte rauf setze, so, dann passt das hier genau so rein, dass es, wie gesagt, wie es sein soll, hier anschlägt. Ja, also hier an diesem Punkt soll es anschlagen und so passt das ganz genau rein. Jetzt muss die Leiterplatte hier noch festgeschraubt werden. Hier kommen noch weitere Hülsen und dann habe ich mir auch überlegt, weil hier vorne ist noch Platz. Also wenn ich jetzt hier mal gucke, hier kommen ja nachher die Rückwand rein und hier an der Stelle ist noch Platz und da werde ich noch eine Zusatzleiterplatte ranmachen und zwar hier in der Form, so mit einer USB-Buchse, wo nochmal 5 Volt rausgeführt werden. Ich habe die Hülsen hier mal angeschraubt und habe also jetzt hier das kompakte Modul, also es fest zusammen. Und wenn ich das jetzt hier einsetze, dann passt das auch. Da wackelt nichts mehr und jetzt möchte ich gerne hier diese Zusatzleiterplatte dort montieren. Und zwar hier an dieser Stelle, so in etwa. Und die USB-Buchse kommt dann hier vorne raus. Wo habe ich sie? Die habe ich jetzt schon weggelegt. Hier drüben ist sie. Die kommt dann also hier so ran. Jetzt muss ich also mal gucken, in welcher Höhe die hier angebracht werden muss. Also hier. Und die Leiterplatte werde ich dann hier auf der Rückseite anlöten. Ich gehe also direkt hier dann an den Gleichspannungsausgang vom Trafo ran. Und als Regler werde ich hier einen ganz normalen 25, 76, 5 Volt Regler nehmen. Das ist am einfachsten aufzubauen. Da kommt noch eine Spule, noch eine Diode, noch ein Elko. Und mehr ist das dann eigentlich nicht. Und das werde ich jetzt erstmal vorbereiten. Also ich werde jetzt diese Zusatzleiterplatte hier bestücken. Man sieht, ich habe hier auch schon eine Sperrfläche eingezeichnet, weil da der Trafo natürlich im Weg ist. Da darf ich nichts montieren. Ich habe also hier den Platz, um die Schaltung dort aufzubauen. Die Platine ist doch etwas größer geworden als gedacht, aber so hat es eine ganz gute Stabilität. Also hier oben wird eingespeist von dieser anderen Leiterplatte aus und die anderen Anschlüsse sind eigentlich nur zur mechanischen Stabilisierung. Was ich jetzt mache, ich teste die erstmal zunächst und zwar lege ich einfach mal hier die Spannungsversorgung an, 15 Volt oder sowas, plus und minus im Prinzip. So, und dann habe ich hier ein USB-Kabel und da ist ja, also beim USB-Kabel ist ja rot der 5-Volt-Ausgang und schwarz ist Ground, also hier müsste ich dann 5 Volt drüber messen.
Das messe ich dann mit diesem Multimeter und ich stecke jetzt das an die Platine hier mal ran. So. Und da haben Sie aufpassen, dass es hier nicht einen Kurzschluss gibt. Und wenn ich jetzt einschalte, leuchtet zum einen die Leuchtdiode und ich habe 5 Volt am Ausgang. Das heißt, ich kann jetzt so in diesem Zustand die Platine hier in das Gehäuse einbauen und an die andere Hauptplatine anlöten. Ich habe jetzt hier die Zusatzleiterplatte auf diese Hauptplatine gelötet und hier unten bin ich also rangegangen an den Brückengleichrichter Plus und Ground und habe hier die 3 Pins zur mechanischen Stabilisierung dieser Platine und man sieht, es hält, also es wackelt ein bisschen, aber das spielt gar keine Rolle, es hält auf jeden Fall fest. Ich habe auch hier die Poti-Achse verlängert hier, das ist von Fischer Technik so eine Verlängerung, das passt haargenau. Habe auch nochmal 2 Komponentenkleber da reingemacht, damit es gut hält. Ich habe außerdem die Rückwand noch weiter bearbeitet. Ich habe also jetzt hier den Ausschnitt für die USB-Buchse reingemacht, habe alle 3 Buchsen hier angeschraubt, sodass ich jetzt im Prinzip das Gerät zusammenbauen kann und das zeige ich jetzt mal Schritt für Schritt nochmal. Beim Zusammenbau des Geräts braucht man natürlich hier diese Gewindestangen, die sind 10 cm lang, die dreht man also hier rein. Dann braucht man solche Abstandshülsen ohne Gewinde für M3, die sind hier 30 und 10 mm lang. Ich mach die mal alle rauf hier. Das ist denn so. Wenn die dann alle drauf sind, diese Hülsen, dann kann man hier die Leiterplatte raufsetzen. Und zwar so. Das natürlich passt. Na, wieso geht das jetzt nicht? Also so. Das hatte ich ja vorhin auch schon. Und jetzt kommen hier Hülsen auch noch hier oben rauf. Zunächst habe ich noch kleine Scheiben, die ich hier drunter lege, damit der Abstand nachher zur Rückwand stimmt. Also die müssen leider noch drunter gelegt werden, weil es sonst zu sehr ja, drückt sozusagen. Also diese sind kleine Scheibchen noch drunter. Im Anschluss daran kann man hier wiederum Hülsen draufsetzen und zwar 2x 20 mm auf jede Gewindestange. Und danach schraubt man Abstandsbolzen mit einer Länge von 15 mm auf die Gewindestange, aber nicht zu fest. Im Anschluss daran kann schon die Rückwand angeschlossen werden. Ich habe ja hier Steckverbinder vorgesehen und hier auch auf der Leiterplatte natürlich auch die dazugehörigen Stiftleisten, sodass ich jetzt einfach hier die Rückwand nehme, so rauflege und dann einfach mit der Hauptplatine verbinde. Die Rückwand habe ich jetzt hier verbunden, wenn ich es jetzt hier drehe, also hier und auch dort und auch hier an der Stelle nach vorne hin, sodass ich jetzt hier Senkschrauben nehmen kann und die Rückwand festschrauben kann. Auch hier habe ich die Schrauben noch nicht ganz fest angezogen, weil ich natürlich jetzt erstmal gucken will, ob das so reinpasst in das Gehäuse. Also ich habe jetzt hier das kompakte Modul und werde jetzt also das richtig herum reinsetzen. So. Vorne sitzt es. Und jetzt ist eigentlich dann auch die Zeit, die Schrauben und auch die Abstandsbolzen nochmal etwas fester anzuziehen, weil so sitzt es natürlich perfekt drin. Und dann kommt noch der Deckel drauf. Die Muttern und Abstandsbolzen habe ich festgezogen. Ich habe auch hier auf der Seite das Kabel, was nach vorne geht, mit dem Kabelbinder hier festgehalten. Sonst steht es ab und den Deckel bekommt man dann vielleicht nicht so leicht drauf. So, und jetzt kommt der Deckel drauf und dann wird das Gerät zugeschraubt. Passt perfekt. Ich habe mich jetzt entschlossen, hier vorne die Spalte nicht zu schließen. Das fällt erstmal nicht auf. Da müsste man wirklich ein kleines Plastik reinmachen. Das war mir jetzt einfach zu aufwendig und zu doof. Es sieht auch so ganz gut aus, also schraube ich das jetzt einfach hier auf der Rückseite zusammen.
Gehäusedeckel ist drauf, zusammengeschraubt ist es und jetzt fehlen noch Filzgleiter. Ich würde das immer vor Gummifüßen bevorzugen, weil Gummifüße immer irgendwelche Abdrücke hinterlassen. Also ich habe jetzt hier Filzgleiter, das ist immer besser. Und was natürlich jetzt noch fehlt, ich muss hier noch die Drehknöpfe rauf machen und auch auf der Rückseite hier einen Drehknopf. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Drehknopf noch übrig gehabt. Den schraube ich jetzt einfach mal hier an. Der hat auch noch einen Deckel. Kommt also hier rauf. So, dann sieht also die Rückwand jetzt so aus. Ich kann also hier die Spannung einstellen. USB-Buchse ist da. Vorne kommen jetzt noch die Drehknöpfe rauf. Und dann werde ich den ersten Test mit dem Gerät machen. Das Gerät ist damit fertiggestellt. Ich schalte es mal ein. Sollte eigentlich alles gehen. Ja, die Anzeige erscheint hier. Und auf der Rückseite sieht man auch hier eben, wie es aussieht. Und man sieht auch, die USB-Buchse hat eine Innenbeleuchtung. Ja, das war mal wieder hier so ein Gerätebau. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht und war interessant. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und tschüss.